Gleich geht's los. Oh, wir wollten ja noch nie ins Lassen eigentlich, ne? Ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, Augenhöhe sprechen von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Das war auch gut. Also dann soll er dann im Strafraum sein. Ecken wird's gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Mein lieber Mann, da hat die Abwehr aber Glück gehabt. Der war schon auf und davon, aber auf Abseits entschieden. Da wieder so ein Ding. Abseits oder nicht, ich mag mich da gar nicht festlegen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Jefferson Fafan. Chance zum Konter. Vorbei der Konter. Was willst du machen? Sehr schön, wie er sich freiläuft. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. So, jetzt ist die Abwehr zu schnell. Kannst du mir mal sagen, warum du mich mal festhältst? Keine Ahnung. Peter attackiert. Und dann bringt er den Fuß noch dazwischen. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Behindert, ehrlich, ja. Ja, genau. Ich spiele auch gleich mit den anderen zusammen, Alter. Hätte ich auch die roten Trikots anziehen können, ehrlich. Da sagt der Abwehrspieler. Der Pass kommt an. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Der war gut. Ja, total gut. Echt, Mann. Schießen, warum denn? Nein. Was war das für ein cooler Ball? Ja, genau. Tritt mich weiter um. Das
Weißt du, du trittst mich die ganze Zeit voll um, Alter, da pfeift dieser Bastard nicht. Aber wenn ich irgendwas anderes mache, dann ja. Du musst ja nicht köpfen, die Ruhe geben. Ja, ehrlich. Der darf hier jetzt Elfer gegeben, ne? Ich schwöre, ich wäre so ausgerastet. Nur so ein scheiß Glück haben eigentlich. Das weiß ich auch nicht. Hauptsache ich hab das. Könnte, wird es aber nicht. Meine Spieler behindert sind. Weißt du, du bist mich voll am Umtreten, alles, ne? Aber da pfeift er nicht, der Witzer. Ja, dann wird's dann abseits werden. Ja. Wenn hier eine Mannschaft führt zur Pause, so ist das nach dem Spielverlauf. Viel zu ausgeglichen. Richtig spannende Angelegenheit. Und Achtung, genau hingeschaut. Freistoß. Mann, schieß doch früher, du Spacko, Alter! Kann man so verklemmt sein, ehrlich? Alter, das war klarer Elfmeter, ganz klar!
kurz sind, dann bringst du davon 90 Spiele unter. Der Gegner ist schon wieder. Zufrieden sein nach dieser Abwehraktion. Schuss werden, ja, eigentlich wollte ich dann nur den Ball abnehmen. Ich hab schon Angst gehabt, der kann den nie halten. Da hat er voll so einen dämlichen Fehler macht. Und der kommt genau an. Eine Dosierung, du Spacko, Alter. Meine Dosierung Überdosis, Alter. Sehen und er kann nicht weitermachen. Nee, aber welch Wunder, Manni. Das ist ja unglaublich, wie der. Ja, der eine ist verletzt und der andere hat eine gelbe. Ach der Mann, Alter, voll dumm! Ach der! Voll geil, ey, ich schwör's dir! Voll die Abseitsfalle gestellt, aber richtig geil! Hammer geil! Ne, freut er sich nicht! Schwache Mädchen, ne? Rechtzeitig geklärt. Sofort abgezogen und möglicherweise schaffen sie mit der Ecke es doch noch, die Partie wieder ausgeglichen zu gestalten. Eins hat er doch schon. Warum jetzt nicht zwei? Hier noch nicht, Manni, aber ich glaube, da kommt noch was. Der ist gut drauf. Schnell, steil gespielt. Aber der Gegner ist am Ball. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ich
Schon wieder der, ja. Jetzt überlegen Sie doch mal, möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Na gut. Alles richtig. Es entwickelt sich ein. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Achtung, jetzt haben Sie noch einen Ey, Hand! Das war ganz klares Handspiel, ich schwöre, ja. Das pisst mich voll an, ehrlich. Ja, da macht überhaupt gar keinen Bock mehr zu zocken, ehrlich. Sie sind super profiliert. Sie haben gewonnen, dieses Freundschaftsspiel. Aber abhaken können Sie es auch schnell. Ja, aber das tut natürlich gut. Geht die Brust raus. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Bis bald. Tschüss.